Das ist Marc Welters. Hallo Marc. Spielst du auch Fußball? Nein, nicht wirklich. Aber hören Sie, was wir Ihnen zu sagen haben, ist ziemlich kompliziert. Deswegen würde ich vorschlagen, woanders hinzugehen. Das Spiel geht gleich weiter. Also, um was geht's denn? Spuck's aus. Herr Seewald, bitte. Sie sind mein Vater. Und Sie meine Mutter. Also, wenn das jetzt ein schlechter Scherz sein soll, dann... Was Marc damit sagen will? Das ist eine absolute Unverschämtheit, hier aufzutauchen und irgendwelche haltlosen Behauptungen aufzustellen. Das sind leider keine Behauptungen. Und Sie machen da auch noch mit? Nein. Robin und ich wurden im Krankenhaus irgendwie vertauscht. Das ist ja absolut lächerlich. Ja, glauben Sie vielleicht, ich finde das gut? Ich finde, Sie sollten jetzt gehen. Alle beide. Nur keine Angst, auf so einen Arsch von Vater kann ich echt gut verzichten. Marc, bitte. Was meinst du, Marc? Meine Reaktion tut mir leid. Aber ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Wir sollten es versuchen. Wir müssen es versuchen. Wir schaffen das. Und irgendwie sind wir dann ja auch sowas wie Brüder, oder? Danke, Hanna. Naja, das haben wir ja gemeinsam geschafft. Was machst du da? Wo schaut's aus? Was war denn nochmal wieder gestern? Oh ja, scheiß Abend. Was ist los mit dir und der Clara? Die und ihre blöde Eifersucht. Auf jeden Fall hat sie jetzt Schluss gemacht. Es tut mir leid. Ist schon besser so. Konntest du dich eigentlich mittlerweile schon wieder an irgendwas erinnern? Na. Da habe ich nach wie vor ein Blackout. Wie wenn es ausrendiert wäre. Ich glaube nicht, dass sie die jemals erwischen. Das braucht halt einfach alles seine Zeit. Das ist so ein Scheißgefühl zu wissen, dass die ungestraft da draußen rumlaufen. Für den Hausgebrauch. Ist das nicht eher was für eine Wand? Oder ist das Graffiti da vom Kiosk nicht von dir? Wie kommst du jetzt darauf? Also so. Ja, das war ich. Und, wie war's denn? Clara, das geht bei mir in die Parallelklasse. Warum sprichst du das nicht einfach mal an? Ja, ich weiß schon. Klassisch wäre, dass ich einfach mal schreibe oder so. Aber na, erstens traue ich mir das nicht und außerdem wollte ich halt einfach irgendwas Besonderes machen. Kassierst die 250 Euro und denkst, sie merkt nichts, hä? Sag mal, geht's noch? Enzo, lass mir das erst einmal erklären. Du weißt doch, dass ich das Geld brauche fürs Geschenk für meinen Papa. Und ihr habt einfach zuschlagen müssen, weil sonst waren die Tickets weg gewesen. Das ist mir sowas von wurscht. Ich krieg's ja von meinem besten Freund. Hätte ich mir echt mehr erwartet. Ich hätt's dir doch nur gesagt. Wer es glaubt. Die Depp hätte auch noch mit dir geteilt, wenn ich was gewonnen hätte. Du kannst jetzt voll behaupten. Auch nur mal die Hälfte vom Gewinn hat für deine Turnschuhe nicht gelangt. Dann wären dir die doch auch wichtiger gewesen mit meinem Anteil.